Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Next Demon Extinction. Im letzten Part haben wir mit ihm hier was gemacht. Das ist schon sehr lange her. Und heute versuchen wir, die Tyranten wieder zu bekommen. Und ich würde sagen, wir fangen mit Nivalis an, oder? Wie auch immer, ihre Seelen sollten im alten Turm in die eisige Tundra sein. Brechen wir auf? Ja. Ich bin gespannt, Leute, ich bin gespannt, ey. Eisiger Turm, da oben ist er, okay. Laut Tikala wurde der Tyrant des Eises irgendwo in diesem Turm besiegt. Deshalb sollten wir nach Norden aufbrechen. Okay, sehr schön. Nexumon sind alle geheilt? Ja? Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich bin mal gespannt, ob wir das Spiel noch vor dem Erscheinen von Temtem fertig kriegen. Das wäre nämlich cool. Ja, dann könnten wir direkt nach dem Spiel da rein schnuppern. Ja. Und bis dahin habe ich dann sogar vielleicht einen richtigen PC, Leute, und kann dann in 4K oder sowas aufnehmen. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird so klappen. Okay, dann gehen wir mal in den Turm, wo Nivalis mal war. Geisterscherbe. Ja, ignoriere mich mal bitte. So. Ich kann mich an diesen Ort überhaupt nicht mehr erinnern, Leute. Wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo. Ah, doch. Doch. Hier waren so viele Kämpfer, ey. Die mich alle besiegen wollten. Ach, hier sind wir. Ah. Ja, gut. Vollgeheilt sind wir, dann gehen wir mal rein. So, Atlas. Wie habt ihr Omnicron besiegt? Der einzige Grund für unseren Sieg war Dina, die ihn verraten hat. Der blauhaarige Kerl war total hoffnungslos. Er hat Stunden damit verbracht, nur im Kreis um Grasbüsche zu rennen. Sagt mal, diese Banditen, die wir letztens getroffen haben, sind auf Omnicrons Seite, oder? Wenn Moritz dann sein Erbe ist, sollten sie dann nicht unsere Verbündeten werden? Ja, schon, aber wie sollen wir die Erblinie beweisen? Lass uns zuerst Nivalis Seele finden. Sie sollte hier irgendwo sein. Okay. Bin ich mal gespannt, ne? Ob die es akzeptieren werden, dass ich der wahre König bin. Der Omnicron. Oh, nach links. Okay. Dann gehen wir mal ihnen da hinterher. Ich weiß, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Ist schon ein bisschen länger her. Ich denke, wir gehen nach oben, oder? Das ist gesperrt. Hier haben wir noch was. Eine nächste Trap, nice. Und auch ein nächster Mann. 45? Oh mein Gott. Ich muss hier weg. Sehr schön. 45 ist mir zu heikel. Wie könnt ihr es wagen, diesen heiligen Ort zu betreten? Dies war die Heimat von König Omnicron, dem wahren Herrscher dieser Welt, dem stärksten Nexomon. Ihr, die Gede, die Abtrünnigen, die Tyranten, ihr alle entweiht sein Andenken. Omnicron existiert nicht mehr und ihr könnt nichts dagegen tun. Wenn ihr Freaks, wirklich die Welt beherrschen wollt, besorgt euch einen eigenen Tyranten oder so. Du Idiot! Die Welt beherrschen? Solchen schwachen Vorstellungen geben wir uns nicht hin. Ich versuche nur, sie vorm Aussterben zu retten. Ich werde diese Welt beschützen. Ha, im Ernst? Beschützen vor was, ihr Dummköpfe? Nur der König der Monster kann die natürliche Ordnung des Planeten wiederherstellen. Aber keiner der Tyranten kann den Thron übernehmen. Nur Omnicrons Blutlinie kann ihn ersetzen. Dennoch wurden er und seine Kinder vor Jahrtausenden erschlagen. Von irgendeinem blauhaarigen Idioten. Omnicron hat keine lebendigen Erben. Sir, das ist das Kind vom Waisenhaus. Er hat das Tyrantenei. Moritz, richtig? Du glaubst wohl, dass du deinen eigenen Tyranten brüten und diesen Krieg beenden kannst. Aber du liegst falsch. So falsch. Handlanger! Oh, okay. Zwei Abtrünnige an einem Tag. Nicht schlecht. Omnicron, mein Herr. Er wäre stolz. Er wäre so stolz. Ich schwöre in Omnicrons Namen, bis zu meinem letzten Atemzug zu kämpfen.
Du hättest mir nicht hierher folgen sollen, Moritz. Tja, jetzt müssen wir zusammenarbeiten, wenn wir entkommen wollen. Ach, ich denke, das schaffen wir, oder? Oder? Ich bin zuversichtlich. Ich kenne die Attacken hier schon fast gar nicht mehr. Aber grüne Strömung ist, glaube ich, sehr effektiv, oder? Nee, ist nicht effektiv. Oh mein Gott. Da müssen wir Super Slam machen. Das ist auch nicht so effektiv. Okay. Kopfnuss? Ich habe nur Kopfnuss. 30, okay. Grüner Strömung. Bin schneller. Nice. Egal, macht nichts. Er hat nur 4. Wir haben ein bisschen mehr. Wir holen... Ach Gott, Psycho. Komm, Kaninui. Du machst das doch locker, oder? Psygeysir. Oh, eine Biene. Mach mal hier wieder Psygeysir. 64. Oh mein Gott, Biene, ey. Du bist aber hart. Du bist echt hart im Leben. Aber bin ich schneller? Ja, bin ich. Sehr gut. Eine Katze. Psychobombe. 56. Nice. Aua. Egal. Macht nichts. Macht nichts. Du warst super. So, Panther. Oh, Haricktick ist ja cool. Ist echt cool. So, schwarze Flamme. Sehr gut, verfehlt. Nice. Oh, 61. Oh, 61 ist aber... Aua. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Oh nein, verfehlt. Oh gut, er hat gewechselt. Heißt, wir können angreifen. 42, aua. Pandra, ist egal. Du warst super. Du warst super. So. Dann bist du dran hier, mein. Ruhst du mit Feldsturz, würde ich sagen. Sehr gut gemacht. Oh Gott, Wasser. Oh ja, Wasser tut mir weh. Wasser tut mir weh, aber wir machen einfach hier nochmal einen Felswurf. Oh, er hat gewechselt. Dann mach nochmal hier Steinflut. Okay, dann nicht. So, Fanglory. Meinst du, du schaffst das? Ja, ne? Sehr gut. Und hier, das Wasserviech auch noch. Zwillingstornado. Was, du bist nicht schneller? Egal. Super gemacht. Gib nicht deine Deckung auf, Moritz. Dieser Mann, er war Magillenleiter. Noch vor Amelie. Die Gilde? So ein Witz. Diese rückgratlosen, wertlosen Feiglinge, sie haben mich verstoßen, als ich vorgeschlagen habe, Omnicron zurückzuholen. Dabei war ich der Einzige, der die Wahrheit hinter diesem sinnlosen Krieg gesehen hat. Diese Idioten glauben wirklich, dass Vardos den allmächtigen Omnicron ersetzen kann. Vardos ist noch nicht mal ein Nexomon. Vardos ist ein Fehlschlag unter allen Versagern. Amelie ist ein dummes, hilfloses und wahnhaftes kleines Mädchen. Aber wie auch immer, ich werde diese Welt persönlich retten. Ich werde alles für diesen Planeten tun. Ja, toll, ich bin fast tot. Ah, nee. Ah, doch, ich bin fast tot. Vor allem, er hat 6 Stück. What? Das schaffe ich doch nie im Leben. Wie soll ich das denn bitte schaffen? Ich meine, ich mache hier zwar guten Schaden. Aber die sind doch alle viel zu gut. Sind doch alle viel zu gut. Das ist so ein Witz, oder? Ist das ein Witz? So, Kanui, ich brauch dich gleich. So, Kanuni. Ich hoffe, du schaffst ihn. Dann hätten wir nämlich schon mal ein... 75? Ist doch ein... Das ist doch wirklich ein Witz, oder? Items. Ja, Kanui. 34, okay, 34 ist in Ordnung. Psygeysir. Und nochmal, Psygeysir bitte. Oh nein, demotiviert. 2 Runden lang. Das ist gar nicht gut. Aua, das hat weh. Das hat echt weh. Glatteis. 60, okay, 60 geht noch. Stromschlag. Sehr gut. Hat nur nichts gebracht.
Kanuni, du bist meine einzige Hoffnung, ne? Du bist meine einzige Hoffnung. Hier. Wie viel Schaden macht er? Okay, er hat gewechselt, zum Glück. Psygeisier. Ach Gott, ey. Nochmal. 61, oh, 61, es tut schon weh. 72, okay, Items. 50. Na, ich muss das hier nehmen. So, dann macht er, glaube ich, nochmal seinen Angriff. Ah, ne, er wechselt. Wechseln ist immer gut. 64, oh, verfehlt. Verfehlt ist noch besser. Oh, Rapnus sieht echt cool aus. Das sieht echt cool aus. Item schnell. Ich habe das Gefühl, wenn ich Items nutze, dann wechselt er sein nächstes Mal immer aus. Ah ne, diesmal nicht. Hat daneben. Oh Gott, er lebt noch. Psychobombe. Scheiße. Aber er hat verfehlt. Sehr gut. Psychobombe. 52, nice. 52. Nee. Ich kann das nicht riskieren, sonst bin ich gleich tot. So. 55. Oha. Was ist denn krank? Mach mal schnell Psychobombe. Ich weiß nicht, was krank bedeutet. Ich muss mal eben hier. So. Wie? Oh nein. Ich hab das Falsche genommen, oder was? Warte. Hä? Nee. Irgendwie habe ich das nicht bekommen. Egal. Wir holen sicherheitshalber mal eben Pantra wieder. Falls Kanuni gleich wegen der Krankheit stirbt. Psychobombe. Wie? Nicht effektiv? Was ist das denn? Ist das denn jetzt hier? Aua. Okay. Pandra, hallo? Du bist wieder da? Items. So, Kanuni, da bist du wieder. Überlebt er das? Nee, okay. Macht nichts. Da fahren wir ihn ja jetzt wieder hier. Puh. 64. Oh, 64 tut echt weh. Oh Gott, ey, das ist hier ein Kampf, ey. Das sah ich euch aber. 21, okay, perfekt. 70 Schaden wird er nicht machen. Nice. Nur noch eins. Das ist, glaube ich, das Gefährlichste tatsächlich. So, mach mal hier bitte wieder still. Nice. Sehr gut. 12 ist gut. Psychobombe. 29, okay. Ist in Ordnung. Psygeisier. 31, okay. Oh Gott. Macht gut Damage. Machen wir das mal. Oh Gott, der hat nur eins. Oh nein. Ich dachte, der hätte keins. 41, aua, das tut weh. 57, das tat auch weh. Uhuhuhu. Oh mein Gott. Hier, nochmal. Okay. Psygeisier. Oh nein, verfehlt. Ah ne, er hat verfehlt, das ist gut. Sehr schön. Oh Gott. So, nur noch ein. Nur noch ein. Wir schaffen das. Kanunini. Oh Gott. Ich hatte kurz Angst, dass er irgendeine andere Attacke macht auf einmal. 120 brauchen wir. Gut, verfehlt, perfekt. Und nochmal. Ja! Oh mein Gott, wir haben es geschafft, Leute. Zwar mit 10.000 Tränken, aber wir haben es geschafft.
Och Gott, das war anstrengend. Das war wirklich anstrengend. Nein. Nein, 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 nein. Wir werden nicht aufhören, bis diese Welt gerettet ist. Oh nee, nicht schon wieder. Bitte nicht. Och, diese Trotze sind wirklich hartnäckig. Hey Kind, nutz eine deiner Kräfte oder so. Na los. Kräfte? Was für Kräfte? Du hast sie eingefroren? Wie ist das möglich? Du bist kein Mensch, aber... Du hast es erfasst, Loser. Dieses Kind hier ist Omnicrons Nachkomme. Er ist der Sohn von Nara. Omnicrons Erbe? Wie kannst du es wagen, einen solchen Unsinn zu verzapfen? Omnicron hatte keinen Enkel. Das steht nicht in den Büchern. Für solche Lügen werdet ihr bezahlen. Aber nicht jetzt, oder? Gut. Lass ihn gehen, Moritz. Dieser Mann ist gefährlich. Schätzt sich glücklich, dass die Gilde seine Armee besiegt hat. Nun, was macht ihr hier? So, wir müssen die Nivalis wiederholen. Kleiner. Nivalis wiederbeleben? Also war diese ganze Sohn von Nara-Sache kein Witz? Wow. Wirst du uns Nivalis rekrutieren lassen, um gegen Valus zu kämpfen? Wenn ihr Nivalis unbedingt erreichen wollt, nehmt diesen Schlüssel. Er gehört zu einer der Kammern in diesem Turm. Oh, okay, danke. Mach was auch immer du willst, schätze ich. Ich kann dich sowieso nicht aufhalten. Sicher habe ich nichts dagegen, Nivalis wiederzusehen. Und danke für die Unterstützung, Moritz. Ja, bitteschön. Bitteschön. Muss ich dann hier weitergehen? Nee. Was ist das denn da? Keine Ahnung. Hier war ein Kristall draus, ne? Den benutze ich jetzt mal. Ist das die Kammer hier? Ja, ist es. Ich hätte speichern sollen. Ich speichere mal eben. Sicher ist sicher, Leute. Weil der Kampf, der war gerade echt hart. Der war wirklich sauhart. Oh Gott. Achso, ist so ein Rätsel. Was man auch schon aus anderen Spielen tatsächlich kennt. Ich bin so schlecht in diesen Rätseln, ne? Nee, das ergibt... Ich muss irgendwie... Ah, hier. So? Oh, nee. Ah, nee, ich muss da unten irgendwie hin. Ja gut, ne? Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da hin? Ich glaube gar nicht. Ich glaube wirklich nicht. Okay, okay, dann gehen wir einfach irgendwo hin, wo wir jetzt sehen können. Dann gehen wir nach links. Okay, oh. Uhuhu, paar Schätze. Die nehme ich mir gerne mit. Dankeschön. Und Dankeschön. So, dann gehen wir mal hierher. Perfekt. Und dann... Überlege ich gerade... Wenn wir hier sind, sind wir hier und dann können wir da rein. Ja, nice. Nice, nice, nice. Ein Baum. Achso, das ist Nivalis, oder? Okay, hier sind wir richtig. Das ist Nivalis Seele. Nutze deine Kraft, um ihn zurückzubringen, Moritz. Gott, es klappt auf Anhieb. Hätte ich nicht mitgerechnet. Das nie war alles. Du willst einen Krieg gegen den unbesiegbaren Valus führen und du bist all diesen Weg gekommen, um mich für ein solch hoffnungsloses Unterfangen zu rekrutieren? Wir können es schaffen, wenn wir alle Tyrannen versammeln. Können wir gewinnen? Das mag wahr sein. Ich möchte mich an diesen Dingen rächen und mit dir könnte ich Erfolg haben, Moritz. Eventuell werde ich dir helfen, aber nur, wenn du alle anderen Tyrannen rekrutierst. Oh nein, ich stehe ja schon wieder. Meine Güte. Ich kann meinen Augen kaum trauen, Moritz, die Kraft, Leben zu kontrollieren. Du bist wirklich der Sohn von Nara. Du, der wahre Erbe von Omnicron. Und ich habe die ganze Zeit versucht, dich selbst zu beseitigen. Nein, vergib mir, Moritz. Wie konnte ich nur so blind sein, so dumm? Der künftige König der Monster direkt vor mir. Moritz, ich werde dir dienen. Kannst du aufhören zu schreien?
Meine Handlanger und ich werden auf deiner Seite sein, bis zum Ende der Tage, Moritz. Egal, was du willst, wir werden dir helfen. Die Gilde hat den Großteil meiner Leute erschlagen, aber wir können uns dir immer noch als nützlich erweisen, bitte. Nun, wir suchen noch nach einem Weg, in die Hauptstadt zu schleichen. In die Hauptstadt schleichen? Ja, selbst mit einem Tyranten können wir nicht einfach durch die Tore spazieren. Hunderte von Tamern würden uns aufhalten, noch bevor wir Vardos überhaupt erreichen können. Natürlich, ja. Sehr gut. Ich und meine Leute werden einen Weg finden, unbemerkt in die Gilde zu kommen. Wenn du alle Tyranten bei dir hast, werden wir den perfekten Angriffsplan haben. Amelie wird uns nicht sehen können. Ich werde dich nicht enttäuschen, Moritz, mein König. Ja, tschüss. Und wer? Wegen denen? Kommen wir gar nicht mehr rein, ja? Weil die irgendwie alle festgenommen werden. Oh. Ups, ich hab Nein gedrückt. Sorry, ich wollte nicht Nein drücken, Coco. Nee, Coco, ich komm wieder, Kleiner. Nein! Nein! Coco, nimm mich doch mit! Coco. Och nee, ich weiß doch nicht, wo ich hier raus kann. Coco, bitte, bitte nimm mich mit. Ich will hier raus, Coco. Wo bist du, Coco? Ich weiß nicht mehr, wo ich herkam. Oh, das ist aber was. Nee, fliehen, danke. Danke, danke. So, Elixier, das habe ich nötig. Muss ich gleich auf jeden Fall was ausgeben. So, Coco, ich bin gleich draußen. Ich hoffe, du bist da noch, ja? Ach, Mann. Oh, der ist ja süß. Aber tschüss. Poyal. Der sieht echt knuffig aus. Knuffig, knuffig. Knuffig, knuffig. Nein, Coco ist wirklich weg. Okay. Dann... Wie konnte man denn nochmal fliegen? Ach, ich glaube nur bei diesen Teleportkristallen, ne? Okay, dann müssen wir erstmal zur Stadt laufen. Erstmal zur Stadt laufen. So, hier können wir elegant ausweichen. Ich glaube, wenn man läuft, da greifen die eh einen nicht an. Und hier müsste jetzt gleich irgendwo ein Shop sein. Oder? Ja, hier. Gott, ich hoffe, ihr habt preiswerte... nee, das ist kein Shop. Ach, Mann. Hallo? Ja. Danke. Und ich muss niesen. Ah, hier ist der Shop. So, hi. So, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Sachen. Das hier hätte ich gerne... 8-mal. Das hätte ich auch gerne. 10-mal. Hm, machen wir mal 15, sicher ist sicher. Bestätigen. Das Zeug brauche ich jetzt nicht. So, was haben wir hier noch? Wir könnten auch, 90er kaufen, die sind eigentlich auch noch ganz praktisch. 10 Stück. Und wir kaufen einfach noch super Lebenstränke. So, 10 und 80 sind auch gut. Okay, sehr schön. Haben wir ein bisschen was gekauft? Sicher ist sicher. Ich weiß nicht, gegen wen wir gleich noch kämpfen. Und dann fliegen wir mal. Ganz, ganz schnell zu dem Dingsiebums. Versteckte Stadt. Da müssen wir hin. Vielleicht speichere ich nochmal. Speichern. Sehr gut. Dann gehen wir zum nächsten. Hallo, Kleiner. Na, wie geht's dir? So, den hätten wir. Ich mache Augen zu und... So. Okay, Blitz oder Eis? Ah ne, Eis hatten wir schon, dann Blitz. Dann Donner. Wir sind zurück in Cardium. Gut zu wissen, dass Zeta diese Stadt noch nicht versenkt hat. Beeilen wir uns. So wie ich ihn kenne, würde er das aus Langeweile tun. Wohin muss ich denn?
Hallo, was bringt euch hierher zurück und wo sind die anderen? Hast du hier irgendwo einen magischen Baum gesehen? Das ist ein U-Boot, das wissen wir. Aber so etwas in der Art muss hier in der Gegend sein. Na gut, ich hab nie ganz Guardium im Blick, aber Präsident Zeta weiß alles. Er müsste genau wissen, wo ihr sowas finden könnt. Oh ja, sein Villa ist im Süden. Hey, ich komm mit, mir ist wirklich langweilig und du brauchst einen Dolmetscher, erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich. Nie ohne Seife, also unten. Unten ist es. Zeta-Schirn, hallo, ich bin wieder da. Hä? Wo bist du denn hier? Oh, danke schön für die perfekte Perle. Auch wenn du mir eigentlich hinterherlaufen solltest, ne? Kleiner Professor. Ah, Moritz, du hast mir gerade noch gefehlt. Was bringt euch zu meiner schlichten Unterwasservilla? Hast du Bolzens Seele? Ja, ich war mal so frei und hab sie hierher gebracht. Ich kenne Dinas Plan. Ich bin kein großer Fan davon, aber was will man machen? Wow, du hast sie hier hingebracht? Das Ganze ist vermutlich leichter als gedacht. Wo ist der Haken? Well, seine Seele kämpft dagegen, hier gefangen zu sein. Am besten macht ihr euch selbst ein Bild. Was? Hier ist also Bolzens Seele gefangen. Na los, Moritz, versuch ihn mit deiner Kraft wiederzubeleben. Als ob hier kein Haken kommt, ich wollte schon sagen. Wow, was ist los? Warum können wir ihn nicht zurückholen? Etwas hält deine Kraft entgegen, Moritz. Etwas will nicht, dass Bolzen in dieser Welt zurückkehrt. Es könnte mit Logan zusammenhängen. Du weißt schon, Bolzens früherer Meister. Was hat er damit zu tun? Bolzen beschützte Vados, richtig? Kein Tyrann würde sowas freiwillig tun. Also, ich wette, dass Logan Bolzen der ein oder anderen Gehirnwäsche unterzogen hat. Deshalb weigert er sich, uns zu helfen, Zap. Wie ist Logan Nummer? Ich bin wirklich verwirrt. Aber wenn du mit Logan sprechen willst, kann ich dich zu ihm führen. Er mag aber keinen Besucher. Wenn jemand weiß, was falsch mit Bolzen ist, dann er. Jut, dann auf nach Osten. Du kannst den Hündin nicht verpassen. Er ist ein komischer Typ. Okay, nach Osten. Also rechts. Ach Mann. Bolzen, kleiner Bolzen, was soll denn das? Du kannst doch nicht so auf Ego tun, ja? Du musst uns doch helfen. Helfen. Ne? Wenn Elfen helfen. So, auf nach rechts. Irgendwo in der Hütte, okay. Wer bist du denn jetzt hier? Keine Ahnung, was ihr wollt, aber ich würde da an eurer Stelle nicht lang gehen. In letzter Zeit wurden kleine Drachen gesichtet, lebendige Albträume. Was? Wir sind unter Wasser. Wie kommen die Drachen hin? Oh, stimmt, das sieht kurz und so. Ich wollte mir das die ganze schon anschauen, aber ich bin kein Dämmer. Sie sind aber nicht allzu krass. Ich bin mir sicher, ihr kommt mit ihnen klar. Okay, danke, tschüss. So, okay, hier ist irgendwo ein Haus. Boah, hier ruckelt's ein bisschen, oder? Oh, der sieht cool aus. Low Cost. Du siehst cool aus, ich nehme dich aber nie mit. So ein bisschen ruckelt das hier. Ich weiß gerade nicht warum. Aber es ist auch so im Spiel. Es ruckelt auch im Spiel. Mega selten. Ich habe dich hier schon zweimal. Alles klar. Komisches Ding. So. Gott, oh Gott, Gott. Ich hoffe, ich finde auch das Haus. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, wo das war. Könnte man hoch. Hier ist kein Haus. Hi, oh Gottchen. Hm? Wie geht's dir? Nicht gut? Okay. Da. Ah, hier ist das Haus. Hoffe ich. Tür ist offen. Lass uns in den Privatsphäre reingreifen. Ja, wir sind Kriminelle. Das ist eine Treppe, wie ihr sehr sagt jetzt. Schaut euch diese Unordnung an. Scheinbar hat Logan versucht, seine Arbeit zu Hause wiederzuführen. Was hat er geforscht? Uff, keine Ahnung, irgendwas mit Mörderen und Nexemon. Merkwürdiges Zeug. Er hat it aber nie zum Laufen gebracht. Aber nur um sicher zu sehen, ich schätze zuerst. Ah, ja. So, hallo. Ach, er war das. Ack. Bleibt mir fern, ihr dummen Drachen. Kisch, kisch. Sieht ein bisschen aus wie Lurak, ne? Ah, doch nicht. Ich nehm's zurück, Leute. Ich nehm's zurück, okay. Schild euer Base, Alter.
Okay, Kopfnuss bringt auch nicht so viel. 51? Oh mein Gott, kann ich den fangen? Sollen wir es ausprobieren? Ne, ich kann ihn nicht fangen. Sonst wird es da, glaube ich, irgendwo stehen, oder? Bin mir nicht sicher. Aber er hat 534... What the fuck? Wieso hat er so viele Angriffspunkte? So, Pantra. Schwarze Flamme, bitte. Ah gut, er macht nur 14 Schaden. Das geht ja. Das geht ja 6... Oh, 62 Schaden. Oh, das tut weh. Das tut weh. Oh Gott, als ob ich hier gleich schon wieder Dings brauche. Okay, Kanuni, ich benutze dich jetzt als erstes. 53 ist nämlich schon besser. Oh, Biss? Ja, Biss tut jetzt nicht so weh. Aber Kanui, ne? Du machst guten Schaden tatsächlich. Sehr, sehr guten Schaden. Viel, viel besser als die anderen. Und du hast nur zwei Entwicklungen, ja? Also nur eine Entwicklung. Ah, komm. Und jetzt Psychobombe. Für die Erfahrungspunkte. Nice, Kanuni, Kaninui. Sehr gut gemacht. Wirklich sehr gut. Du solltest nicht in Lateria verrotten. Er weiß nicht einmal, dass Moritz begnadigt wurde. Begnadigt, Amelie, ist so eine. Oh, du siehst nicht sehr gut aus, Kumpel. Als einer von Amelies Handlangern dachte ich, dir würde es gut gehen, wie ein schicker Kaffeehersteller, oder? Ich habe versucht, an die Oberfläche zurückzukehren, aber die Gilde wird mich jagen, als wäre ich kriminell. Kannst du das glauben? Amelie, diese Ratte, jetzt, da sie mich nicht mehr braucht, will sie mich loswerden. Sie ist paranoid. Sie hat Angst, dass ich eine bessere Version erschaffe. Einen neuen Ultravados oder so. Bitte mach das nicht. Ich habe meine Tyranten verloren, aber ich versuche, Drachen in meinem Labor zu erschaffen. Eines Tages habe ich eine Armee, um dieser Frau gegenüberzutreten. Jawohl. Vergiss die Drachen. Was, wenn ich dir sage, dass dieses Kind Bolzen mit enermergischen verrückten Kraft wiederbeleben kann? Ja, Niesla. Sag uns wenigstens, wie wir die Gehirnwäsche bei Bolzen rückgängig machen können. Gehirnwäsche? Welche Gehirnwäsche? Bolzens Geist ist vollkommen verstört. Was hast du mit ihm gemacht? Seelen haben kein Gehirn, Hollkopf. Benutze doch mal deinen Kopf. Schaut mal, ich arbeite nicht länger für Amelie. Ich werde ihr also nicht sagen, was ihr vorhabt. Wenn ihr mich jetzt endlich in Ruhe lasst. Oha. Was hat denn dann der Bolzen? Mann, wohin soll ich denn jetzt hingehen? So, und was machen wir jetzt? Wenn Logan nichts getan hat, was ist dann mit Bolzen los? Oh Mann, müssen wir den ganzen Weg zurück zur Villa laufen? Oh nein, schon wieder. Oh Gott, was ist das denn jetzt hier? Partikel. Was zur Hölle ist gerade passiert? Diese Aura, ich habe sie schon mal gesehen. Das kann nicht sein. Etwas Böses hat ein Kalium Einzug gehalten. Wir sollten uns bei Ein und Zeta aufsuchen. Okay. Ich hoffe, ich finde den Weg noch. Ah doch, hab ihn gefunden. Hab ihn gefunden. Ja, erstmal dagegen laufen, genau. Also hier ruckelt's, ne? In diesem Gang ruckelt es. Wollen Namik. Alarm, Alarm. Oh Gott, die Weiterentwicklung von Wollen Namik. Der sieht heftig aus. Hier sieht heftig aus. Was ist denn da? Was willst du mir jetzt damit sagen? Oh, na schau mal, diese Leute scheinen ebenso wenig zu wissen, was los ist. Hm. Was ist los? Hast du das schon mal gesehen? Ich hoffe, ich irre mich, aber ja, das hier kommt mir bekannt vor. Wir sollten uns genug Items kaufen, Moritz. Es könnte uns etwas Gefährliches auflauern. Okay. Obwohl, heilen bringt nichts. Meine sind geheilt. Egal, wir haben uns vorhin schon Items gekauft, deswegen gehen wir jetzt zu Zeta und gucken, was los ist. Was los ist? Oh, Zeta liegt da schon tot. Zeta! Atlas, Atlas, du musst die Stadt versenken. Was ist hier passiert? Er ist zurück, Atlas, er ist zurück. Sieg. Wer ist zurück?
Schon gut, schon gut. Oh Gott. Planänderung, Moritz. Wir verlassen Cardium sofort. Das ist nicht lustig. Wir sind so weit gekommen. Vergiss Bolzen, das ist es nicht wert. Oh, zu spät. Oh, eine Wand aus schwarzem Feuer. Das ist irgendwie merkwürdig. Oh Gott, die weinen alle. Irgendwas passiert im Bolzens Raum. Ihm darf nicht zuschussen. Wir brauchen seine Hilfe. Los geht's, Moritz. Okay, okay. Ja, ihr Geister, ne? Ihr seid alle hier gefangen, oder was? Okay, ich bin gespannt. Was ist das denn? Ein Zwielicht? Spaß! Hä? Oh. Ich erinnere mich an dich. Ich! Grüßt euch, Freunde. Mein Name ist Siegler. Wächter der Netherworld und König des Jenseits. Moritz, richtig? Es ist mir eine Ehre, den König der Monster kennenzulernen. Ich habe eine Beschwerde vorzulegen, wenn du mich anhörst. Es ist meine Aufgabe, die Unterwelt zu überwachen. Das Leben nach dem Tod, wo arme Seelen wie Bolzen landen. Du bringst die Tyranten zurück ins Leben. Und das ist inakzeptabel. Das ist unnatürlich und beleidigend. Aber wir brauchen Bolzens Hilfe. Das ist die einzige Möglichkeit, Vardos zu besiegen. Eure Kleinkrieg gegen Vardos ist mir egal. Mir ist es auch egal, dass du der wahre Erbe von Omnicron bist. Kümmert ihr euch um eure Sachen und ich mich um meine. Diese Seele gehört mir, aber dieser Baum widersetzt sich mir. Ich denke, das hängt mit euch zusammen. Moritz, zwischen uns, ich verlange, dass du alle Seelen freilässt, die du von mir gestohlen hast. Was sagst du? Lass die Seelen ruhen von deinem Feldzug und finde einen anderen Weg, deinen Feind zu besiegen? Scheinbar bist du genau wie der alte König der Monster. So kurzsichtig. Gut, damit hast du der Netherworld den Krieg erklärt. Titan, Darine, ich rufe euch zur Hilfe. Okay. Fragezeit. Oh Gott, legendär. Oh mein Gott, Leute. Legendär. Oh, 79? 79. Ich, 100? Wieso ist Peltry tot? Wieso ist Fanta tot? Habe ich vorhin doch gekämpft? Ich hoffe, ich muss hier verlieren, Leute. Gegen zwei Legendäre, das ist schon heavy, oder? Komm. Versetz ihn in Eis oder so. Ach Gott. Sind alle angeschlagen. 68. Oh, 68 ist echt gut. Okay, okay. Wir skippen gleich einfach nochmal alles. Ja, Steinflut, 7, nice. Also Rust, du, ne? Du bist echt eine Schande, weißt du das eigentlich? Ich hoffe, mussten wir verlieren oder nicht? Ne, mussten wir nicht. Okay, dann heile ich mal ganz, ganz schnell meinen Nexomon. Weil sonst schaffen wir das, glaube ich, nicht. Oh Gott, Leute, ich glaube, das könnte echt ein sehr, sehr harter Kampf werden. Ja, bitte. Sehr gut. Oh mein Gott. Das wird echt was. Da, da, da. Vorhin gegen zwei legendäre Nexomon zu kämpfen, das ist ja was. Kann ich das überspringen? Nee, okay. Dann muss ich A spammen. A spammen. Ja, ja, schon gut. Ich möchte auch kurz anmerken, der Part hier wird der letzte Part sein, der über 40 Minuten geht, was mit Nexomon betrifft. Da ich momentan sehr, sehr viel lernen muss für die Uni und jetzt nicht mehr so viel Zeit habe für 45 Minuten, deswegen nächstes Mal dann nur 20 Minuten oder so, ja? Also die Hälfte auf jeden Fall. Weil jede Minute ist bei mir gerade momentan sehr wichtig. So, den müssen wir auch mal überspringen hier. Genau, das wollte ich noch kurz anmerken. Ich
Ich weiß, es ist halt ein bisschen blöd, dass die Partzeiten kürzer sind, aber anders kriege ich es momentan nicht geregelt, ja? Tut mir leid. Tut mir leid. So, okay, wir sind bereit. Fügt hohe Menge an physischen Schaden zu. Okay, Super Slam, wir müssen es einfach machen. 19 ist zwar nicht viel, aber bisschen was, sehr gut. Guck, hast über 60 Schaden gemacht. Ich bin schon stolz auf dich. Du Dingsbums. 98, ja, das tut weh. So, Kanunio, du bist unsere Chance, hier zu rocken. Psychobombe. 46 ist gut. 45 ist aber auch nicht schlecht. So. 25. Okay, ich muss Item nutzen. 80 müsste, glaube ich, erstmal reichen, oder? Ja. 44, okay. Ist in Ordnung. Er hat gewechselt. Auch gut. Fehlgeschlagen, nice. Oh Gott, dann mit 99 Schaden habe ich jetzt nicht gerechnet. Heißt auf jeden Fall Items. Ich brauche dich wieder. Was? Ach so. Hier, das da. Sehr schön. Und du machst hier Feldstuhl. Falls, oh ne, kriegst du nicht hin. Ist egal. Wir holen dich wieder. Und machen Psygeisier. Psygeisier, ich weiß, das tut jetzt wahrscheinlich weh. Es tat auch weh. Egal, wir machen nochmal Psygeisier. Wenn wir ihn hier haben, ja, dann ist alles gut. Dann ist wirklich alles gut. Wenn wir ihn hier fertig gemacht haben. So. Wiederbelebung, da war Wiederbelebung. Okay. Donnerschlag. 98. Aua, das hat weh. Elektrokraft. 31. Sehr gut. Daneben. Nochmal gut. Schade. Macht nichts. So, Kanunio. Du bist dran. Ich muss gleich dir noch Ausdauerdings geben. Das machen wir, glaube ich, jetzt. 90, ne? 90 reicht? Ja, 90 reicht. Gut. 46, okay, ist in Ordnung noch. Noch ist es in Ordnung. 24 geht auch noch. Item. 80. 43, jo. Müssen wir wahrscheinlich gleich nochmal ein Item einsetzen. 55, okay, gut. Und Psychobombe? Ne, bisschen schneller. Schade, Kanuni. Dann hole ich Pantra, glaube ich. Oh, lel, er hat gewechselt. Schwarze Flamme. 29. 75, bist du schneller? Ja, nice. Nee. Oh Gott. Okay, Items. Jetzt muss ich aber Item einsetzen. So, bitteschön. 74 macht nichts. Du bist dran. Psygeisier, nice. Hier auch. 35, gut. 100. 100 ist gut. Also ist nicht so gut, aber egal. Er kann einmal angreifen. Und dann müssen wir auf jeden Fall Item einsetzen. Das Problem ist, sie hat nur 3 Ausdauer. Heißt, wir müssen Item einsetzen. 50, das müsste reichen. So. Oh Gott, 130 tut weh. Wir müssen jetzt darauf hoffen, dass er
nicht immer das da einsetzt. Sonst haben wir ein Problem. Sonst haben wir wirklich ein Problem. Oh, scheiße, Leute. Wie komme ich denn jetzt hier raus? 26, perfekt. Ziegeisier. Ja! Oh Gott, wir haben die Legendären da besiegt. Oh mein Gott, ey. Ich raste aus. Wiederherstellung haben wir schon. Das brauchen wir nicht. Ja. Inception, Machen wir mal hier hin. Oh, das war ein harter Kampf. Scheinbar muss ich euch selbst bekämpfen. Sei bereit, junger Mann. Zeig mir, was Omnicrons Erbe tun kann. Nicht so schnell, Ziegler. Jetzt haben wir dich, wo wir wollten. Wo wir wollten. Hallo, Trottel. Ihr bekämpft paranormale Dinge ohne meine Hilfe? Und wer seid ihr? Ha, mach, was ich dir gesagt habe, Elisa. Ich bin schon dabei. Setz mich nicht unter Druck. 1, 2, 3. Was werdet ihr tun, kleine Kind? Diese Kraft. Was ist das für eine Magie? Geht zurück in die Unterwelt, Versager. Okay. Oh, er lebt aber noch. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich bin unvorbereitet. Moritz, verfluchter König der Monster. Eines Tages wirst du es bereuen. Valos wird nicht dein Ende sein. Erinnere dich an meinen Namen, törichter König. Oh Gott, Leute. Das war ja was. Das war ein harter Kampf, wirklich. Muss ich gleich auf jeden Fall wieder Trinkel shoppen oder ich muss trainieren. Aber trainieren kostet so viel Zeit, Leute. Das war, ja. Gut, dass du nicht nachgegeben hast, Moritz. Er mag gute Absichten haben, aber wir können in der aktuellen Situation seine Regeln nicht folgen. Wir können ihm Bolzen nicht geben. Letztlich wird Valos dich finden. Du brauchst so viel Verbündete, wie du nur haben kannst. Was war das für ein Monster? Ziegler ist ein wirklich gefährliches Wesen, aber nicht gerade unser Problem jetzt. Er muss wirklich super wütend auf Moritz sein. Immerhin stiehlst du die Seelen, die in sein Reich gehören. Ja gut. Ja, bla bla bla. Sorry, Leute. Der Part ist schon viel zu lang, ja? So, komm jetzt her hier, Kleiner. Ach, der war das, stimmt. Dieses Monster, Ziegler, er hat versucht, mich in der Nether Vault zu ziehen. Vielen Dank, Moritz, wirklich. Wie kann ich dir das jemals zurückgeben? Ich tue alles für dich. Wie wäre es, wenn du uns beim Kampf gegen Valos hilfst? Blöd, Valos ist unverwundbar. Aber ich habe geschworen, meine Schuld zurückzuzahlen. Sag Bescheid, dann kämpfen wir zusammen, auch wenn ich es ungern tue. Weck mich auf, wenn du alle Tyranten überzeugt hast, Moritz. Ich muss mich ausruhen. Es war ein anstrengender Tag. Wir haben es geschafft. Bolzen wird uns gegen Valos helfen. Lass uns hoffen, Hilda und Elisa können uns Ziegler vom Hals halten. Er muss echt sauer sein. Es gibt nur mehr Tyranten zum Wiederbeleben. Wollen wir zurück zu Tikala gehen? Dann können wir... Ja. Sehr schön, Leute. Ja, Leute, das war's. Wir haben heute 2 Tyranten befreit. Nächstes Mal werden wir aber nur einen befreien. Ich denke, das reicht nämlich für einen Part. Weil sonst ist das die Zeit, Leute. Zeit ist Geld. Dann werden die Parts jetzt in Zukunft etwas kürzer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns dann wieder. Bis dann, euer Kamitaut rein und ciao.